begrüßen jemanden, der beide Vereine sehr gut kennt und der sich wahrscheinlich heute besonders ärgert, denn er hat gegen zwei Vereine jetzt gespielt, für die er auch gekickt hat, nämlich den SC Freiburg und den VfL Wolfsburg. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass er da ist und sich den Fragen stellt. Und einen herzlichen Applaus von Ihnen für Cedric Macchiardi. Cedric, herzlich willkommen. Ich habe es wahrscheinlich richtig gesagt. Wenn man gegen seine alten Truppen spielt, dann ist man besonders motiviert und wahrscheinlich besonders sauer, dass man verloren hat. Woran hat es gelegen? Ja, ich denke, heute hat man gesehen, dass wir einfach die ersten Minuten nicht gut ins Spiel gekommen sind. Denn es ist ein wichtiges Spiel gewesen. Wir wussten um die Bedeutung und dafür ist es halt unerklärlich, wie wir in der Anfangsphase dann zwei Tore kriegen. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Du hast keine Erklärung dafür. Die Ecke gleich nach einer, sagen wir mal, gefühlt 1,30, wird noch ein bisschen abgefälscht, unglücklich und dann das schöne Tor zum 2:0. Wie kann man es erklären? Gibt es überhaupt einen Ansatz einer Erklärung? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt auch noch keine Erklärung, denn wir wussten um die Bedeutung des Spiels und dass es ein wichtiges Spiel ist, habe ich ja schon gesagt. Und dann kann man, wie wir es in den ersten Minuten gemacht haben, nicht in ein Bundesligaspiel so reingehen. Das war nicht gut von uns und das müssen wir uns ankreiden lassen und dann müssen die Kritik annehmen. Das ist auch berechtigt und das werden wir abarbeiten und dann müssen wir dann nach vorne gucken. Und dann habt ihr aber so reagiert, wie Werder Bremen öfter in dieser Saison schon reagiert hat, nach Rückständen. Das ist ja nicht das erste Mal. Ihr seid plötzlich wieder da gewesen, wenn auch, aber das spielt gar keine Rolle, etwas glücklich. Aus deiner Sicht, der Trainer der Wolfsburger hat gesagt, der Freistoß sei nicht berechtigt und außerdem sei Diego Bernardo im Torraum angegangen worden. Aus deiner Sicht, wie hast du es gesehen? Du warst noch auf der Bank? Ja, es gab, denke ich mal, heute auch einige Entscheidungen, die halt fragwürdig gepfiffen wurden vom Schiedsrichter. Bei dem Slatko Junurovic denke ich auch, dass er noch vor dem Gegenspieler an den Ball kommt. Hätte auch Elfmeter geben können, aber da pfeift der Schiedsrichter nicht. Und bei dem Duell von Basti Prödel und Benaglio ist, denke ich mal, dass da kein Foulspiel dabei ist. Aber Basti springt hoch und springt halt höher als der Torwart und von daher berechtigt das Tor. Dann gab es noch eine Riesenchance für Nils Petersen mit dem Kopfball gegen die Latte. Da hätte es 2:2 gestanden und das Spiel wäre möglicherweise noch komplett gekippt, dann musstet ihr ein bisschen aufmachen und habt euch ein paar Konter einfangen müssen, logischerweise. Das hat der Trainer eben auch schon gesagt, wenn die Abwehr geöffnet wird, dann ist das der Fall. Am Ende dieses 3:1, erst hält Rafa hervorragend und dann trifft Maxi Arnold die Kugel so, wie er sie noch nie in seinem Leben getroffen hat. Unhaltbar? Also der zweite Schuss auf jeden Fall, denn vorher der Rafa Wolf hält schon den Schuss von Olic super, pariert er super. Und beim zweiten Schuss kommen wir zu spät raus und wie du schon gesagt hast, da trifft den Ball natürlich sensationell und ist natürlich schwer für den Torwart zu halten und ich denke, da kann der Rafa nichts machen. Okay, also 3:1, dieses Spiel verloren, müssen wir den Blick, wie wir es die ganze Saison getan haben, optimistisch nach vorne richten und gucken zu Hannover 96, unser nächster Gegner, Sonntag 17.30 Uhr, traditionell nicht das ganz große Nordderby, aber von der Wertigkeit her sicherlich kurz unter dem HSV-Nordderby und vor dem Wolfsburg-Nordderby. Was rechnet ihr euch aus in Hannover? Ja, wir haben ja schon in der Hinrunde gezeigt, wie wir gegen Hannover gespielt haben. Wir hatten noch da schwere Spiele zuvor gehabt, hatten auch in Wolfsburg ähnlich verloren gehabt, von der Höhe glaube ich auch. Auch kein gutes Spiel gemacht. Und gegen Hannover haben wir dann eine Reaktion im Heimspiel gezeigt. Und das muss wieder unser Ziel sein, dass wir jetzt wieder eine Reaktion zeigen. Denn heute war es sicherlich nicht okay, wie wir anfangs gespielt haben. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit etwas gesteigert und unterm Strich haben wir das Spiel verdient verloren und jetzt müssen wir eine Reaktion gegen Hannover zeigen und das werden wir auch tun. Wenn wir nochmal aufs Hinspiel blicken, wenn ich das richtig im Kopf habe, lagen wir relativ früh mit 1:0 zurück und dann gab es ein Hin und Her, ein hochinteressantes Bundesligaspiel mit dem guten Ende für Werder Bremen. 3:2 ging das Spiel aus. Wie war deine Erinnerung an das Match? Sehr intensiv? Ja, es war ein sehr intensives Spiel. Es war ein Spiel, wo es hin und her ging, wo beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt haben. Und das lag dann zumal da, dass wir schon früh in Rückstand geraten sind. Und da mussten wir aufmachen und sind dann in Führung gegangen. Da musste Hannover wiederkommen. Also es war ein offener Schlagabtausch mit einem besseren Ende für uns. Und wenn es auch diesmal so sein sollte, dann würde ich es unterschreiben. Ja, da würde ich sicherlich, würde fast hier jeder im Raum, die wenigen Wolfsburger Fans, die wir natürlich auch nochmal herzlich begrüßen. Heute kann ich sie nicht so richtig auseinanderhalten, das liegt an den
An den gleichen Farben, sei es drum. Cedric, wir wollen ein bisschen auch über deine Person sprechen. Jahrgang 1984. Wo eigentlich genau geboren? In Kinshasa. Ja, okay, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal bei unserer letzten Runde, ganz genau. Und hier steht auf der alten Autogrammkarte noch 14 Länderspiele für die Demokratische Republik Kongo. Hat sich da inzwischen was getan? Sind es ein paar mehr geworden? Ja, aber jetzt auch nicht wesentlich mehr. Okay, wie viel sind es? Jetzt sind noch zwei dazugekommen. Okay, gut. Welchen Stellenwert hat der Fußball im Kongo? Der Fußball im Kongo hat einen sehr hohen Stellenwert. Und Sportart Nummer 1? Ist Sportart Nummer 1, ja. Okay, was kommt danach? Basketball oder was ist es? Da kommt erstmal lange nichts. Okay, und dann? Sind da vereinzelte andere Sportarten, aber Nummer 1 ist Fußball. Fußball, okay. Nun bist du nicht der Einzige in dieser Mannschaft aus der Demokratischen Republik Kongo. Asani Lukimia kommt auch von dort. Was mich interessiert, wie ist eigentlich die Landessprache? Sprecht ihr untereinander, heißt das Kongolesisch? Nee, also die Landessprache, die heißt Lingala. Okay. Aber es wird auch noch Französisch auch noch als Amtssprache gesprochen, da okay. Kongo früher eine belgische Kolonie war. Ja, und wie unterhältst du dich mit Asani? Auf Deutsch. Okay, gut. So, ich glaube, alle Fragen sind soweit beantwortet, aber... Wir haben natürlich wieder unser Gewinnspiel und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, dass relativ viele Leute heute 1-3 getippt haben und auch noch den richtigen Torschützen hatten, und zwar 1-3 gegen Werder, wie ich gehört habe. Und Cedric ist mal so nett und zieht bei unserer netten Hostess von Volkswagen mal eine Karte. So, unser Promi-Fotograf Winnie Schmitz macht die entsprechenden Bilder. Wie wird das heutige Spiel ausgehen? 1-3 ist richtig getippt, aber das erste Werder-Tor ist falsch getippt, aber das spielt keine Rolle. Gewonnen hat ein Herr aus Weihe, und zwar aus der Dreierstraße mit dem schönen Namen Jürgen Lohmann. Ist er da? Wenn er da sein sollte, dann bekommt er seinen Preis schon jetzt. Ansonsten wird der Preis zugeschickt. Und für Sie alle, meine Damen und Herren, der Hinweis, dass natürlich Cedric Marchiadi Ihnen gerne jetzt noch Autogramme schreibt oder vielleicht das eine oder andere Foto noch macht. Und wir alle wünschen uns, Sie am nächsten Samstag in 14 Tagen knapp wiederzusehen beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Und den einen oder anderen sehen wir sicherlich Sonntag auch im, wie heißt das Stadion jetzt noch? Nicht mehr Niedersachsenstadion, ne? Die wechseln da so häufig. AWD-Arena auch nicht mehr. HDI-Arena muss man sich aber nicht merken. Also, bis dahin, schönes Wochenende, hätte ich beinahe gesagt. Schöne Restwoche und danke nochmal an Cedric. Einen herzlichen Applaus nochmal für ihn.